I am the Jochen and this is Tokyo 2020, Tag 10 kompakt. Hallo. Wow, war das ein Tag. 4 Medaillen gab es für Deutschland. In Fingern 4. Und ansonsten Freuden und Enttäuschungen hielten sich die Waage, war alles dabei. Also das gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch, würde ich sagen. Fangen wir mal harmlos noch an mit den Turnmedaillen, denn da hatten die Deutschen noch nichts mit zu tun. Trotzdem wurden 3 Geräte ausgeturnt. Die Ringe bei den Männern, da gab es einen Doppelsieg für China. Yang Liu und Hao Yu holen Gold und Silber und der Grieche Eleftherios Petronias Bronze. Dann gab es den Pferdsprung der Männer mit Gold für den Koreaner Yiwan Shin und Silber geht an Denis Ablyazin aus Russland. Arthur Davtyan aus Armenien gewinnt hier die Bronzemedaille. Und beim Bodenturnen der Frauen gibt es 2-mal Bronze, nämlich für Mai Murakami Japan und Angelina Melnikova aus Russland. Silber für die Italienerin Vanessa Ferrari und Gold an Jade Carey aus den USA. So, dann gab es Leichtathletik, einen ganzen Batzen und da dann auch gleich eine wirklich nicht unbedingt erwartete Medaille fürs deutsche Team und zwar im im Diskuswerfen, mein Fehler. Christine Pudenz hat sich dort die Silbermedaille geholt. Herzlichen Glückwunsch. Hinter der Amerikanerin Valerie Elman und der Kubanerin Jaime Perez gab es eine Silbermedaille für Christine Pudenz und da freuen wir uns sehr über dieses Leichtathletik-Silber. Tolle Sache. Es gab noch mehr Leichtathletik-Medaillen heute. Zum Beispiel im Weitsprung der Männer. Da gab es Gold an Milidiadis Dentoglu Griechenland vor den beiden Kubanern Juan Miguel Echevarria und Michael Masso. Über 100 Meter Hürden der Frauen gewann die Puerto Ricanerin Yasmin Camacho Quinn von der US-Amerikanerin Kendra Harrison und Megan Tupper aus Jamaika. Und dann haben wir noch die 5000 Meter der Frauen mit Sifan Hassan für die Niederlande Gold. Die Kenianerin Helen Obiri holt Silber und Gudaf Tsegay aus Äthiopien gewinnt Bronze. Und dann haben wir noch eins. Guck mal, was heute los war. 3000 Meter Hindernis der Männer. Gold für Marokko. Soufiane El Bakkali vor dem Äthiopier Lamecha Girma und dem Kenianer Benjamin Kigen. Das waren die Leichtathletikmedaillen vom Tage. Dazu eine Menge Vorkämpfe, wo ich euch jetzt auch alles im Detail mal ersparen möchte. Das lassen wir ja immer so ein bisschen weg. Sonst dauert es hier ja noch länger. Batman ist durch. Wir haben die Einzelmedaillen vergeben und es gibt tatsächlich Gold für den Dänen Viktor Axelsen, der das Finale gewinnt gegen den Chinesen Long Chen und Bronze geht an den Indonesier Anthony Ginting. Bei den Damen wurden noch die Doppelmedaillen vergeben. Hier hat Indonesien Gold gewonnen durch Rahu Poli, wie immer die Namen ohne Gewehr. Silber an die Chinesen Jia Chen. Und Bronze geht an die Koreaner Kim Kong. Das ist okay. Das ist meine Welt. So Jong Kim und He Jong Kong. Also Kim Kong. Ja, ist dann so. Das Baseball-Turnier geht weiter. Zu meiner großen Freude. Die nächsten Spiele sind da. Die nächsten Ergebnisse sind da. Südkorea schlägt Israel. Was bedeutet, dass Südkorea dann ins Halbfinale einzieht? Das ist jetzt ein echtes Halbfinale. Israel wechselt aus diesem Viertelfinale zurück ins Achtelfinale. Also es gibt jetzt noch ein weiteres Achtelfinale, was jetzt neu aufgemacht wurde, für den Viertelfinalverlierer Israel und den aus der vorigen Runde schon feststehenden Achtelfinalverlierer Dominikanische Republik. Das ist so. So, und dann gab es noch das Spiel USA gegen Japan. Das haben die Japaner gewonnen und damit stehen die Japaner im Halbfinale gegen Südkorea. Das ist ordentlich. Südkorea gegen Japan steht Halbfinale. Wer gewinnt, geht ins Finale und wer verliert, geht ins andere Halbfinale. Das ist so skurril. Ich halte euch auf dem Laufenden. Die USA, die jetzt dieses Viertelfinale verloren haben, stehen natürlich jetzt wieder im Viertelfinale. Und zwar in einem anderen Viertelfinale. Im dritten Viertelfinalspiel. Gibt aber nur 3. 2 sind rum und die USA sehen wir dann wieder im Viertelfinale. Es macht mir Freude. Gut, weiter geht's im Programm. Das war Baseball. Ich führe das immer gern so ein bisschen aus, weil ich diesen Modus einfach feiere. Was will man machen? Dann haben wir Beachvolleyball heute gesehen. Tole Wickler haben es geschafft, ins Viertelfinale einzuziehen. Es war wieder eng. Es ging wieder über 3 Sätze gegen die Amerikaner Gibb und Born, aber sie haben es letzten Endes geschafft. Glückwunsch an die beiden zum Viertelfinaleinzug. Jetzt geht's gegen die Russen Krasilnikov und Stojanovski, mit denen sie noch eine Rechnung offen haben seit der letzten WM. Dann hatten wir Kanu-Sprint, da kann ich mich kurz fassen. Alle deutschen Boote, die heute gestartet sind, sind eine Runde weitergekommen. Gut, ne? Kann man so stehen lassen. Finde ich prima. Das freut uns natürlich sehr. Aber wo freuen? Die nächste Medaille gab es dann im Bahnradfahren.
Wobei, nächste stimmt nicht, ist nicht chronologisch, was ich hier mache. Da gab es Silber für die deutschen Damen im Teamsprint. Für Friedrich und Hinze, die haben Silber gewonnen hinter China und vor zwei russischen Fahrerinnen. Herzlichen Glückwunsch an die beiden. Dann habe ich im Angebot Turmspringen. Da gab es die Vorqualifikation vom 3-Meter-Brett, wo Patrick Hausting gescheitert ist und damit hat er seine Karriere jetzt beendet. Das war's. Kein Halbfinale für ihn. Dafür Martin Wolfram, der ist ins Halbfinale eingezogen und wird dort morgen um die Medaillen springen. Apropos Medaillen, das ist heute ein Fest der Überleitung. Kommen wir zum nächsten Gold für Deutschland. Julia Krajewski hat es geholt in der Vielseitigkeitsreiterei. Das ist das falsche Subjektiv, mir klar. Aber am Ende bleibt sie fehlerlos heute beim Teamspringen, wie auch das ganze deutsche Team heute. Das war ja das Überragende. Die drei Deutschen heute allesamt ohne Fehler beim... Aber stimmt nicht ganz. So, stimmt das? Ich glaube, die sind fehlerfrei geblieben. Ist wurscht, weil am Ende wird es trotzdem nur ein vierter Platz. Schade, in der Mannschaft. Da gewann Großbritannien vor Australien und Frankreich den Teamwettbewerb und im Einzel Julia Krajewski aber eben auf Platz 1 vor Tom McEwen aus Großbritannien und Andrew Hoy aus Australien. Glückwunsch an Frau Krajewski. Die Fußballfrauen haben ihre Halbfinals gespielt heute und wir haben zwei knappe 1-0-Siege gesehen. Kanada schlägt die USA und Schweden gewinnt gegen Australien. Damit haben wir ein Finale, mit dem vorher nicht unbedingt so zu wetten war, rechnen war. Kanada gegen Schweden wird das Finale sein und Australien und USA spielen um die Bronzemedaille. So, die Vorrundenspiele aus diversen anderen Sportarten spare ich mir. Ich weise dann lieber darauf hin, dass wir im Hockey die Viertelfinals der Frauen hatten und das Aus fürs deutsche Team. Denn es gab ein 0-3 gegen Argentinien und damit fahren die Damen leider nach Hause. Das tut mir leid. Argentinien kämpft weiter um die Medaillen. Jetzt geht es gegen Indien. Die haben nämlich Australien aus dem Weg geräumt. Auch ein bisschen überraschend. Niederlande schlagen Neuseeland und Großbritannien setzt sich gegen Spanien durch in den Penalties. Also durchaus eher überraschende Ergebnisse hier. Aber was willst du machen? Deutschland nicht mehr mit drin. Dann wird geschossen und Christian Reitz hat den 5. Platz nur errungen mit der Schnellfeuerpistole. Was heißt nur? Ist eigentlich okay, aber er ist der Titelverteidiger gewesen. Das hat jetzt nicht mehr sollen sein. Da geht jetzt die nächste Goldmedaille raus an Jean-Kikampoin aus Frankreich vor dem Kubaner Loris Bupo und dem Chinesen Yuhong Li. Apropos China, im 50 Meter Dreistellungskampf mit dem Gewehr gewinnt Zhang Hongchang aus China vor dem russischen Schützen Sergei Kamensky und dem Serben Milenko Sebic. Ich glaube, so ähnlich spricht man ihn aus, ich bin mir nicht sicher. So, was hatten wir noch? Ich glaube, das war es fast, aber eins habe ich mir aufgehoben für zum Schluss, nämlich die letzte Goldmedaille noch fürs deutsche Team. Ich schiebe noch schnell Gewichtheben rein, da gab es auch noch zweimal heute Medaillensätze, und zwar die Frauen bis 87 Kilogramm, Gold an China, Zhou Yuwang vor der Ecuadorianerin Tamara Salazar und der Dominikanischen Republikanerin Santana Peguero. Und die Frauen über 87 Kilogramm im Gewichtheben, da ging Gold ebenfalls nach China an Wenwen Li vor der Britin Emily Jade Campbell und der US-Amerikanerin Sarah Robles. So, und jetzt bereit machen zum Jubel für die letzte deutsche Goldmedaille. Und das war so eine mit Drehbuch, denn Aline Rotter Focken. Ich muss gucken, dass ich es nicht auffalsch. Mein Kollege Bommes sagte heute früh Rocker Focken, aber sie heißt Rotter Focken. Da ist viel Schabernack möglich mit dem Namen, glaube ich. Sie hat es geschafft. Im letzten Kampf ihrer Karriere gewinnt sie das Finale gegen Adeline Maria Gray, ihre Freundin. Da war sie auch zur Hochzeit eingeladen, wie wir heute erfahren konnten während der Übertragung. Und sie geht also nun als Olympiasiegerin in der Klasse bis 76 Kilogramm im Freistilring. Herzlichen Glückwunsch an Aline von... Oh, falls habe ich Rotterfocken, wollte ich gerade sagen. Rotterfocken. Ich sagte ein Kommentator vorhin, sehr viele O's in diesem Namen. Also Adeline Gray dann aus den USA mit Silber und die beiden Bronzemedaillen gehen an Yasmin Ara aus der Türkei und Qian Chu aus China. Bei den Männern wurde gerungen in der Klasse bis 130 Kilogramm. Gold für Mijain Lopez aus Kuba, Silber Jakobi Kajaya aus Georgien und die beiden Bronzemedaillen an Risa Kayal, Türkei und Sergei Semenov, Russland. Also nicht Russland, sondern russisches Komitee. Und finally habe ich noch die 60-Kilo-Kategorie der Männer, das sind die ganz leichten Jungs. Auch hier gab es Gold für Kuba. Luis Alberto Horta Sanchez holt die Goldmedaille vor dem Japaner Kenichiro Fumita und die beiden Bronzemedaillen an Seilige Walihan aus China und Sergei Emelin, den russischen Ringer. Check,
Wir gucken auf den Medaillenspiegel, sehen die Chinesen inzwischen vorne mit über 60 Medaillen, 29 mal Gold, 17 mal Silber, 16 mal Bronze. Wow, USA auf 2 mit 22 Goldmedaillen. Die Japaner haben keine neue dazu gewonnen, die haben immer noch 17 Goldmedaillen, Australien 14 auf Platz 4 und die deutsche Mannschaft mit 6, 6, 11 jetzt auf dem 8. Rang im Medaillenspiegel. Nun ja, mal gucken, was noch so geht und das bringt mich... wer Segeln vermisst hat, ist ausgefallen heute, windbedingt. Da wurde nicht gesegelt. Das wird alles morgen nachgeholt. Alles, was ich dazu gesagt habe gestern, könnt ihr euch nochmal angucken, gilt immer noch für morgen. Wir schauen auf den morgigen Tag und auf die morgige Nacht. Und es ist wieder eine Nacht, wo es sich echt lohnt aufzustehen. Meine Güte, das wird richtig heiß heute Nacht. Ich kann es nur empfehlen. Um 2 Uhr geht's los mit Leichtathletik und mit Medaillenchance für Deutschland. Malaika Mihambo ist dran im Weitsprung der Frauen in dieser Session. Dazu gibt es Qualifikationen im Dreisprung der Männer mit Max Hess zum Beispiel. Wir haben Christine Hussong in der Speerwurf-Qualifikation und viele weitere Teilnehmer und Teilnehmerinnen in diversen Läufen. Und ja, also ein volles Programm, aber eben der Weitsprung ist sicherlich aus deutscher Sicht das, was da so raussticht mit Mihambo. Hier, wenn ich Tickets gehabt hätte für diese Session, mal gucken, wie es ausgeht. Dann haben wir unter anderem um 2 Uhr, wenn die Leichtathletik anfängt, gibt es auch Beachvolleyball. Mit dem Viertelfinale der Frauen, Kosuch Ludwig, spielen gegen die Amerikanerinnen April Elix. Das kann man sich gerne angucken. Dann direkt um halb 3 gehen die Kanuten auf die Strecke mit Halbfinals und Finals. Und auch hier deutschen Medaillenchancen in so ziemlich allen Kategorien. Also 14:30 das dann im Anschluss. Und 15:00 gibt es dann Tischtennis-Viertelfinale der Frauen, Deutschland gegen Südkorea. Auch das natürlich hochinteressant. Und ebenfalls 15:00 Basketball-Viertelfinale der Männer mit Deutschland gegen Slowenien. Hui, what a night. Hä? Dann gibt es Turmspringen auch 15:00 mit Martin Wolfram im Halbfinale vom 3-Meter-Brett. Ich hatte es bereits erwähnt. Und 16:00 wird wieder gerungen, dann mit Frank Stäbler und Dennis Kudler. Auch das sind zwei durchaus, sagen wir mal, mögliche Medaillenanwärter. Das war jetzt sehr skeptisch formuliert, gell? Bei beiden müssen wir mal gucken, was geht. Stäbler ja sehr gut befreundet mit Alina Rotterfocken und mal sehen, ob ihm da vielleicht es gelingt, nachzulegen. So, das ist das Programm für die Nacht. Also das ist alles zwischen 2 Uhr und sagen wir mal 6 Uhr. So, dann ist rum, dann kann man eigentlich sich wieder hinlegen, denn dann passiert erstmal, zumindest aus deutscher Sicht oder aus ganz großer Highlight-Sicht, passiert erstmal nichts mehr bis 19:30. Da geht es dann weiter mit Tischtennis, Viertelfinale der Männer, Deutschland gegen Taiwan. Dann wird gesegelt, die ganzen ausgefallenen Rennen von gestern müssen irgendwann nachgeholt werden. Oder wann segeln die? Segeln die schon früher los jetzt, wegen der Verschiebung? Bestimmt, oder? Ja, 17:00 geht es schon los mit Segeln. Also kann man doch schon segeln gucken. Gibt es ja auch deutsche Medaillenchancen. Hui, das könnte ein erfolgreicher Tag werden wieder. 8:00 dann Turmspringen-Finale, vielleicht mit Martin Wolfram. Und 20:30 gibt es wieder Bahnradfahren. Alles, was dann ab 10 kommt, und das geht ja gerade so weiter, da gibt es ja noch viel mehr zu gucken im Laufe des Tages. Das erzähle ich euch morgen wieder im Frühsport. Dann auch alles, was sonst noch so los ist. Ihr kennt das ganze Jahr. Also morgen früh, wenn ihr Bock habt, schaut wieder vorbei. Wer es nicht tat bislang, ist herzlich eingeladen, diesen Kanal hier zu abonnieren, weil momentan haue ich so viele Videos raus, da 2 Stück am Tag, damit ihr immer erfahrt, wenn eins da ist, kriegt ihr dann die Benachrichtigung. Ich kann es nur empfehlen, Kanal abonnieren, ihr könnt das kleine Glöckchen dann aktivieren und dann flattern die Videos bei euch in die Push-Nachrichten rein, dann wisst ihr, jetzt hat der Knabe wieder was erzählt, hören wir doch mal rein, während wir Abendessen kochen oder was weiß ich. Nicht mein Problem. Also bis morgen, tschüss.